Im Piemonte gibt es unbekannte Orte, die, wenn man sie erst entdeckt, unweigerlich in sein Herz schließt. Brunetto erweist sich als ein solcher Ort, unberührter Schönheit, mit einer einzigartigen Natur und einer unübertroffenen Gastfreundschaft. Lassen Sie sich von der köstlichen traditionellen Küche der Alta Langa verführen, genießen Sie hier gemeinsam unvergessliche Momente. Ich bin Marisa vom Ristorante della Piazza in Brunetto. Ich erwarte Sie mit unseren typischen Gerichten und habe tagtäglich über den ganzen Tag für Sie geöffnet. Kommen Sie und lassen Sie es sich bei uns schmecken. Guten Tag, wir sind Giuliana und Stefania vom Agriturismo La Luna e I Falò. Genießen Sie hier unsere lokalen Produkte aus der Langarola-Küche. Bei uns gibt es übrigens auch einen Swimmingpool, in dem unsere Gäste stundenlang entspannen können. Wir erwarten Sie. Ciao, ciao. Willkommen in der Cascina Rodino, einem Agriturismo, der bereits seit 1993 besteht. Wir empfangen Sie mit unseren eigenen typischen Speisen und Spezialitäten, wie auch unserer selbst hergestellten Salami, die Sie in familiärer Atmosphäre und ländlicher Umgebung verkosten können. Wir erwarten Sie! Ich bin Marlene, geboren in Brasilien. Ich habe mich vor 28 Jahren in diese Gegend verliebt und mich dafür entschieden, diese am Fuß des Schlosses gelegene Locanda del Borgo zu leiten. Eine Pension mit einem kleinen Restaurante und einer Bar. Ich freue mich auf Sie. Ich bin Ivo vom Agriturismo La Corma. Ich bereite Ihnen die typische Küche der Langa in feiner Hausmannsart aus lokaler Produktion zu und offeriere Ihnen diese zusammen mit gutem Wein aus unserer Region. Willkommen! Doch nicht zu vergessen, seit über 900 Jahren steht in Brunetto eines im Mittelpunkt. Das Schloss, das über uns allen wacht. Die fast tausendjährige Trutzburg ist heute ein Ort der Freude. Brunetto heißt Sie willkommen. Freuen Sie sich auf unsere Gastfreundschaft.